So, heute mache ich mal ein Cube Collection Video. Ich versuche mich ein bisschen kürzer zu halten, denn wenn ich über jeden Würfel eine Minute erzählen würde, dann wäre ich bei 60 Minuten gerade mal fertig. Also eine Stunde lang wollte ich hier, glaube ich, nicht sitzen. Deswegen halte ich das Ganze ein bisschen kürzer. Muss auch gucken, wie ich das schaffe, weil ich hier nicht den größten Platz habe. Weil 60 Würfel hier unterzubringen, wird schon schwierig. Beginne ich einfach mal hier mit dem Fischer Cube. Steht hier schön drauf. Designed by Tony Fischer. Ich glaube, die grüne Center Cap hier, oder Edge Cap, keine Ahnung, die war weg. Die habe ich jetzt aber mittlerweile wiedergefunden. Die war einfach nur unten im Paket drin verschwunden. Dreht sich gut und leicht. Tutorial wird da drüber demnächst folgen. Ist jetzt auch nicht so schwer, aber ich mache es einfach mal der Vollständigkeit halber. Gehe ich mal direkt weiter und habe hier einen relativ großen Würfel, wenn man sich so anguckt. Hier so ein Fischercube, so normale Größe. Und daneben haben wir so einen richtig fetten. Hätte ich auch nicht gedacht. Das ist der Jinx, Pure Minx. Der hat fluoreszierende Farben. Was man jetzt leider nicht so sieht, ist halt, dass dieses Gelb extrem knallig gelb ist. So richtig Neongelb, Neongrün, Neonblau und Neonorange. Also die Farben sehen echt cool aus. Nur leider sieht man das jetzt bei der Kamera nicht so gut. So, geht's weiter. Ein Skewb-Kite. Dreht sich extrem leicht. Sieht auch gut aus von der Form. Ihr werdet euch später vielleicht auffallen, dass ich ziemlich viele weiße Würfel habe. Weiß finde ich generell besser. Ist aber eine Geschmackssache. Der hat hier sogar rosa drauf. Dann steht hier auch nochmal drauf, Designed by Tony Fischer. Der hat überhaupt angefangen, verschiedene Formen zu basteln und nicht mehr bei den normalen kubischen Formen zu bleiben. Sodass man beispielsweise hierbei solche Formen rausbekommt, die nicht mehr kubisch sind. Naja, gehe ich mal weiter. Dann habe ich hier ein Master's Cube. Wurde sich sogar jetzt gerade gewünscht, als ich ihn gerade hatte, dass man darüber ein Tutorial schreiben sollte. Kommt natürlich auch. War mal wieder so ein Zufall, dass ich ihn gerade habe und dann eine Nachfrage kommt. Gefällt mir aber. Ich versuche halt jedem zu helfen. Dann haben wir hier den Master's Cube. Ich zeige gerade irgendwie alle neuen Würfel, die ich gerade bekommen habe. Gleich kommen die etwas älteren, weil die einfach noch auf dem Bett hier rumliegen. Dann habe ich hier einen 2x2x7, einen Crazy 2x2x7, ja, 3x3x7, Entschuldigung. Hier unten, wie wir sehen, dreht sich das Gelbe nicht mit, das bleibt. Eigentlich wollte ich einen normalen 3x3x7. Die haben mir einen falschen geschickt, ich habe schon mit denen geschrieben, muss ich mal gucken, was jetzt dabei rauskommt. Naja, nicht so wild. Habe ich einen Crazy 3x3x7. Ich glaube, der ist sogar teurer. Dann hier ganz neu, wo haben wir es? Von, na, das erkennt man jetzt hier schlecht, Ei. Ein 4x4x5. Dreht sich sehr schön, sehr leicht. Ist aber nicht Shapeshifting, ist aber auch nicht störend. Ist halt wieder eine neue Herausforderung. Besonders, ich finde es relativ cool, dass man jetzt so erfindet 4x4x6 und sowas. Der liegt ja auch irgendwo rum. Oder, zack, hier habe ich den nächsten. Einen 3x4x5. Da muss ich eben was raussuchen. Nein, das sind die falschen Sticker. Hier. Da haben wir ein Sticker-Set. Hier müsste noch irgendwo eins sein. Nein, das ist es nicht. Jetzt sind meine. Ja, hier. So. Zwei Sticker-Sets, denn hier sind 18 Sticker drauf. Und der hat hier eine Fläche von 20, das heißt, da würden zwei fehlen. Deswegen hat man hier ein zweites Sticker-Set. Ja, hier. Dann zusätzlich noch MF8 und Tom Z, weil die beide den Würfel erfunden haben. Als Sticker, die man so nochmal extra drauf kleben kann. Wie ihr seht, habe ich die noch nicht beklebt, ist auch gerade erst neu reingekommen. Nur ich wollte jetzt endlich mal das Cube Collection Video machen, weil jemand da schon die ganze Zeit rumdrängelt. Ich will jetzt aber hier keinen Namen nennen. Also hier 3x4x5. Oh, jetzt fällt hier schon einiges weg. So, eben aufheben. Weiter geht's mit einem MF8 Starminx. Den muss ich gleich nochmal einstellen, weil der dreht sich höllisch schwer. Klingt aber lustig dafür. Naja, muss eingestellt werden, der lockt und so. Und dann müssten weiterhin
Sticker draufgeklebt werden. Ich finde, das Blau sieht hier schon cool aus. Naja, dann habe ich hier hinter auch ein dunkleres Blau. Muss ich dann noch bekleben und einstellen. Kommt aber bei Gelegenheit. Dann hier habe ich nochmal einen 2x3x3 Quasi. Hier oben sieht man, gelb dreht sich nicht mit. So, der 2x3x3, ich finde den, der ist größer als mein anderer 2x3x3. Mal gucken, ob ich den jetzt auf Anhieb irgendwo drin finde. So, da haben wir den. Ja, ist minimal größer. Ist nicht viel, aber ist ein bisschen größer. Das habe ich schon am Anfang gemerkt. Zudem ist der hier ein bisschen eckiger. Und der hier so von den Kanten her runder. Das ist mein Mosi. Oder keine Ahnung, wie man das ausspricht. 2x3x3. Und das ist, glaube ich, ein Dian. Ja, genau. Hier schön Dian-Logo drauf. Der Dian 2x3, aber als Crazy-Variante, weil sich hier gelb nicht mitdreht. Einmal das. Dann habe ich hier schon passend zu dem 3x3x7 den 3x3x9, aber nicht als Crazy-Variante. Der dreht sich extrem gut, finde ich. Genauso wie jetzt der neue 3x3x7. Ich finde, man kann hier sogar den als 3x3 gut benutzen. Da kennt ihr keine Grenzen, muss ich ganz ehrlich sagen. Oh. Lockt zwar zwischendurch ein bisschen, aber geht. Ist halt wie so ein 7x7, braucht man etwas länger für, aber macht trotzdem noch jede Menge Spaß. So, dann habe ich hier einen Void Cube Lanlan. In meinem Unboxing-Video, da ist mir einfach nicht der Name eingefallen von Void Cube. Wobei ich den mega oft schon gesagt habe und kenne eigentlich. Naja, der Würfel hier könnte sich meiner Meinung nach etwas besser drehen. Hat wie jeder andere normale Void Cube das Problem, dass er innen drin kein Kreuz hat. Kein Chor hat. Und dann hier sehr schnell lockt. Da muss man wirklich genau sein. Da ist nichts mit Corner Cutting oder so. Muss man ziemlich genau sein. Also die Sticker sehen so ein bisschen vom Weiten kaputt aus. Aber wenn man sich es genau anguckt, dann sind die extra so schön kreisrund hier. Und dann noch das Transparente. Hat mir sehr gefallen, deswegen habe ich mir den hier auch geholt. So, weiter geht's mit dem Standfuß. Auf den Standfuß gehört der Wabix 360. Damit habe ich jetzt noch nicht so viele Erfahrungen gesammelt. Aber ich werde mich da mal ein bisschen kundig tun, ein bisschen ausprobieren, gucken, wie der funktioniert. Und darüber wurde sich auch ein Tutorial gewünscht. Also braucht ihr gar nicht erst fragen. Kommt dem nächsten Tutorial drüber, werde ich machen. Muss mich erstmal ein bisschen einarbeiten. Ich habe hier jetzt 17 neue Würfel bekommen. Und muss erstmal eine große Liste an Tutorials abarbeiten, die sich schon gewünscht wurden. Dann hier, wenn wir bei Wabix sind. Ein originaler Wabix 2x2x4 mit Shapeshifting ist relativ cool, weil dann hat man hier kuriose Formen, die man so normalerweise nicht hat. Dann kann man sogar hier so beispielsweise ein T basteln, ja, hier, relativ cool. Naja, also innen drin hier dreht er sich gut, aber so nach außen hin, da dreht er sich eher schlecht, da braucht man ein bisschen mehr Kraft für. Also ich krieg's irgendwie nicht hin, so wirklich auf Zeit mit dem hier zu gehen. Wenn ich meinen 3x3x4 habe, ich bin mit einem 3x3x4 schneller als mit einem 2x2x4. Der hat wesentlich weniger Steine und sollte auch schneller zu lösen sein. Andere schaffen das schon irgendwie so in 13, 18 Sekunden oder so. Ich nicht, ich bin da irgendwie total grottig drin. Aber in meinem 3x3x4 bin ich relativ gut. Da ist mein Rekord sogar bei 36 Sekunden oder sowas, oder 40 Sekunden. Der hat auch ordentlich Corner Cutting. Also,
Damit bin ich wesentlich besser. Wow. Mich wundert es nur, dass der generell so gut ist, am Anfang so. Dann kann ich ihn ordentlich stretchen und dehnen. Und dann dreht er sich noch ziemlich gut. Gefällt mir echt gut. Ist von der Marke Cube4U. Dann brandneu. Oh, jetzt geht er hier schon leicht auseinander. Eben zurechtdrehen. Der Gear Shift, den kann man hier einmal so schön auseinanderziehen. Und dann hier einzeln die Zahnräder drehen. Das Schöne daran ist, man kann nicht nur nach rechts nach aus, so rausziehen, sondern auch nach oben. Und dann hier alles schön drehen. Und nach unten, genauso wie nach vorne. Also in allen drei Richtungen kann man den rausziehen und dann die einzelnen Sachen drehen. Zusätzlich kann man ihn so ganz normal drehen, dass alle Räder sich gleichzeitig drehen. Ist ein relativ cooler Würfel. Schwierigkeitsgrad geht so. Also man muss ein bisschen experimentieren, aber es ist relativ simpel. Wenn man es einmal drauf hat, dann ist es ganz einfach. Ist eine coole Herausforderung. Nur ist manchmal ein bisschen schwierig so festzuhalten, weil er dir wegglitscht so. Ansonsten, die Sticker sind schon etwas rauer als normale. Gefällt mir gut, weil man muss den schon relativ gut festhalten können. Dann habe ich hier einen Jewel Cube. Damit habe ich jetzt noch nicht so viele Erfahrungen gesammelt. Nur, dass der hier gerade noch ein bisschen stramm geht. Mal gucken, ob ich hier irgendwie die Sticker abnehme. Und darunter Schrauben sind. Muss ich mal gucken. Ansonsten habe ich damit noch nicht so viele Erfahrungen gesammelt. Dann neu. Ein Pillowed Cube. Ich finde den relativ cool, weil der fühlt sich ein bisschen anders an. Und die runde Form und dann noch dieses Design hier macht einen ganz anderen Effekt als der normale Cube, den ich jetzt gerade nicht zur Hand habe. Werde ich gleich nochmal zeigen. Dreht sich aber gut. Typisches Cube-Klackern, dass die da drin so kleine Metallkugeln haben, damit der immer bei 90 Grad hier stehen bleibt. Wobei, der bleibt schon wesentlich früher stehen. Also da ist nichts mit Einrasten. Aber trotzdem ein schöner Würfel. So, so, hier. Ein Rex Cube. Dreht sich hervorragend. Also man muss sich ein bisschen so halt dran gewöhnen, dass jeder Würfel anders ist. Wenn ich so einen normalen 3x3 nehme, geht das wesentlich leichter als der hier. Wenn ich jetzt aber den hier zunehme, ist das schwieriger. Man ist einfach so ein bisschen das Leichte gewöhnt, wobei sich das doch schon gut dreht und besonders auch stabil dreht. Weil es gibt auch Würfel, die sind total locker und da hat das dann keinen Sinn. Wobei der stabil in der Form liegt und dann sich auch gut drehen lässt. Farben, alles normal. Und dann hat der hier wieder einmal die Aufschrift Designed by Andrew Cormier, keine Ahnung, und Method Challenge. Ist jetzt bei den Würfeln von puzzlemasters.ca irgendwie so. Der mir alle so die Aufschrift. Der hier auch nochmal. Naja, ist auch nicht tragisch oder so. Gehe ich mal direkt weiter zu meiner kleinen Miniserie hier. Ich habe hier den Double, den Triple und den Quattro. Die kann man alle hier nochmal so schön drehen. Sind relativ cool, besonders am Schrank werden die geil aussehen, so wenn man die so hat. Kann man nicht viel zu sagen, sind halt sehr klein. Drehen sie aber dafür sehr gut. Also Probleme damit habe ich jetzt keine. Nur mit der Größe hat man generell seine Probleme, dass wenn man so einen kleinen Würfel in der Hand hat, dass es schwieriger ist, den zu drehen, als wenn man einen großen Würfel in der Hand hat. Natürlich nicht bei zu großen Würfeln. Dann die drei. Weiter geht's mit meinem 48. Der ging am Anfang richtig schwierig und der hat nur Nieten hier drin. Und da habe ich den auseinandergenommen und versucht zu modden. Okay, das war ja auch ganz gut. Jetzt dreht er sich super. Aber das Problem ist, er dreht sich zu gut. Ja, was heißt zu gut, sondern zu locker. Also, ich finde, der hat zu viel Spiel. Und er ist viel zu locker, dass das irgendwie relativ blöd ist, so sehr wackelig in der Hand ist. Weil ich den zu viel gemoddet habe, so gesehen. Lässt sich aber immer noch gut drehen. Ist nur halt, wenn man irgendwas hier so machen möchte. Bisschen blöd, jetzt fällt er schon auseinander. Auch nicht schlecht.
Egal, baue ich später zusammen. Dafür habe ich jetzt nicht die Zeit. So, weiter geht's mit einem Edge-Only Hollow Cube. Ist wie ein Void Cube, nur dass man nur Kanten hat. Normalerweise wären hier Ecken, eher Ecken, aber die wurden ausgelassen, deswegen wurde hier eine große Kante hingesetzt. Die wurde verlängert, hat dann ähnlich wie der andere kein Corner Cutting, dreht sich aber gut und ist ein bisschen was anderes, ist leichter, aber ist trotzdem auch was anderes als so normaler Würfel. So, jetzt ein bisschen Platz schaffen. Gehe ich mal hier mit weiter. Da ist erstmal schön ein MF8 Megaminx Version 1. Den sollte ich eigentlich mal modden. Hier sollte MF8 draufstehen, nur man kann es schlecht lesen. Wegen dem Licht so. Naja, hat Tiles, also irgendwelche komischen Teile. Lockt hier noch ziemlich viel. Müsste ich eigentlich mal modden und mal so ein Tutorial vielleicht drüber machen oder so. Aber ich habe noch nicht die Zeit gefunden, weil ich noch genug andere Sachen zu tun habe. Das wäre der. Und hier der wesentlich bessere. Der QJ Megaminx Version 2. Der hat unter den Kappen Schrauben. Ich habe am Anfang den Fehler gemacht, das sah so aus. Das ging nicht ab. Da dachte ich, der hat keine Schrauben. Aber die sind relativ festgemacht. Mir ist aufgefallen, generell QJ hat generell feste Platten drauf, sodass es relativ schwierig ist, die abzubekommen. Aber der Hartschrauben müsste nur ein bisschen gewaltsamer vorgehen. So, gehen wir mal weiter mit dem Würfel. Das ist ein Mirror Blocks siamesischer Cube. Also Siames. Hier, das ist so der erste Cube. Hier ist so das Mittelteil davon. Und hier ist so das zweite Mittelteil. Die sind über die Steinbeinsteine hier verbunden. Ich könnte den hier ganz normal drehen. Sieht aus wie ein normaler Mirror Blocks Cube. Wie der hier. Im Grunde genommen ist das der genau derselbe. Mal gucken, ob ich den auch hier so nebenhalten kann. Also hier hat man so die Teile. Das sind genau dieselben. Und die wurden einfach wie ein siamesischer Mirror Cube. Ach, wie ein siamesischer Cube zusammengebaut. Das wäre der dann. Dann mein neuer Sheng Shao Mirror Blocks Cube. Ich habe natürlich schon einen gehabt. Hier den goldenen, der so extrem viel glänzt. Aber der Sheng Shao, der ist leiser. Wie man unschwer hören kann. Und dreht sich ein bisschen besser. Also hier bekomme ich jetzt gerade schwierig klar, aber es geht. Ist wirklich gut, der Sheng Shao. Würde ich wirklich empfehlen, weil man kauft sich nicht so oft einen Mirror Blocks Cube. Dann würde ich, wenn schon, direkt den Sheng Shao holen. Der ist, glaube ich, fast sogar günstiger. Und ich weiß gar nicht, von welcher Marke mein goldener ist. Nur irgendwann mal hatte ich den bekommen. Das ist schon ein paar Jährchen her, so ein oder zwei Jährchen. Und dann habe ich den letztens bekommen von Thomas Stadler. Und der ist extrem gut und ich bin echt zufrieden damit. So. Hier hätten wir eine Square Box. Mit der weißen Seite schlecht. Hier, so Square Box. Da kommen wieder so schön verschiedene Farben raus, verschiedene Formen raus. Wie gesagt, Toni Fischer hat damit begonnen, dass er mal angefangen hat, so eine andere Form zu bauen mit dem Fischer Cube. Weiter geht's mit dem Gear Cube. Also Zahnradwürfel. Weil hier lauter Zahnräder sind, die sich immer schön drehen. Ist eine coole Sache, macht ihn wesentlich einfacher, weil man hat nicht mehr so viel zu lösen, weil man löst immer direkt 4 Steine auf einmal. Und das macht es nicht unbedingt komplizierter. Man muss sich ein bisschen was anderes überlegen, aber ist einfacher zu lösen. Und dreht sich auch wirklich gut, meiner hier. So, weiter geht's mit einem 3x3x6 von Vitiden, mal wieder. Der hat diesmal etwas größere Steine, nicht so wie der 3x3x9 oder mal 7. Dreht sich aber auch wirklich sehr gut. Also, damit habe ich gar keine Probleme. Man muss nur aufpassen, dass man die ganzen so richtig alignt. Da ein bisschen wegen Locks aufpassen, weil das Problem ist, man muss mehrere Ebenen so festhalten. Und dann muss man so mit einer großen Hand so das so festhalten. Nur die Ebenen, die man braucht. Ah, na toll. Und die anderen dann schön drehen.
So, das kann ich mal eben hier flott zusammenbauen. So. So, fertig. Ist auch nicht schlecht. Wie ich vorhin schon erwähnt, mein 4x4x6 in Einzelteilen. Mein Problem ist, ich habe einen Core. Ich habe den so gerade vermischt, wollte ihn das erste Mal lösen, da ist mir auseinandergebrochen. Ich habe ihn 3-4 Mal zueinander gebaut, das Core jedes Mal versucht zu richten. Und dann nach 2 Stunden habe ich keinen Bock mehr, den jedes Mal neu auseinander zu bauen. Das Problem ist, dass das Core, die Schrauben, okay, das Core ist jetzt hier weg, dass die Schrauben keinen Halt mehr hatten und die ganze Zeit auseinandergefallen sind. Und ich kriege jetzt aber von Puzzle Shop, wo ich mir den auch geholt hatte, gesponsert bekommen hatte, da kriege ich jetzt aber auch das Core nochmal neu. Finde ich wirklich echt nett von dem. Schickt er mir demnächst neu, wenn es da ist. Und was mir aufgefallen ist an dem Cube, man hat hier immer so, nee, falsch rum. Hier immer drin so stehen Tom Z. Das ist der Ersteller des Würfels, der den entwickelt hat. Das steht immer auf den Innenteilen. Finde ich nicht schlecht. So, dann habe ich hier meinen alten Moji oder Mosi, keine Ahnung, wie man es nennt. Pyraminx. Aber das Problem ist, der dreht sich echt schlecht. Ist auch von der Qualität her sehr schlecht. Dann hängt der immer so richtig viel. Hier, man sieht kaum einen Grund dafür. Und dann hängt der einfach so irgendwo. Aber was ich cool finde, die Kappen hier, die rasten immer schön ein nach einer Drehung. Dann habe ich mittlerweile von speedcubing.ch, von Thomas Stadler, einen Pyraminx. Der hat ja auch Kappen, die kann man abnehmen. Ist jetzt gerade ein bisschen schwierig. Generell bei QJ finde ich es schwierig, die Kappen abzunehmen. Dreht sich besser, hat sogar Corner-Cutting-Vermögen so. So. Mal gucken. Ja, macht damit. Ist aber halt nicht so wie ein 3x3, so richtig ausgefeilt. Aber er funktioniert gut, hat Schrauben drin. Gefällt mir auch sehr gut. Naja, eigentlich gefallen mir alle Würfel, also brauche ich das gar nicht mehr erwähnen. Mein selbstgebauter, jetzt komme ich auf den Namen, siamesischer Cube, Typ B. Typ B bedeutet, die sind hier über solche Kantensteine verbunden und Mittelsteine. Wir sehen, hier sind die normalerweise, sind die verbunden. Und ein Typ A wäre an zwei Ecksteinen verbunden, also wenn an dieser Ecke hier unten der nächste Stein unten dran hängen wird. Ich zeige das später einfach mal. Mal gucken. Hier habe ich einen und hier habe ich einen. Wir können uns vorstellen, das kann ich mal eben basteln. Das wäre Typ A. Wenn die über diese Ecke hier, über die Steine verbunden sind, sodass man die obere Ebene drehen kann und die rechte, dann wäre das ein Typ A. So. Dann baue ich mal das hier direkt wieder zusammen. Das war mein allererster Speedcube. Das ist der Speedcube Ultimate 1. Also, ein Freund hatte den mit einer Schule. Dann wollte ich das auch mal lernen. Hatte meinen alten rausgegraben, den ich gleich hier auch nochmal zeigen werde. Und dann habe ich mir den bestellt, weil ich finde den extrem gut für die damaligen Verhältnisse, weil er sich schnell gedreht hatte. Dann auch schön Corner Cutting hatte. Ich will es nicht übertreiben, weil das schnell poppt. Die Sticker waren ultra fest. Also die halten immer noch. Da ist gar nichts ab. Das gefällt mir immer noch gut. Und der Kontrast zwischen Orange und Rot ist sehr enorm. Ich hatte mal einen anderen. Da hat man es kaum unterscheiden können, weil Orange so dunkel war. Naja, das war mein allererster Speedcube, den ich so hatte. Damit habe ich angefangen. Und irgendwann mal dachte ich mir, komm, ich habe zwar einen Speedcube, ich kaufe mir jetzt aber mal einen neuen, weil ganz viele sagen, der soll auch gut sein und so. Und das war jetzt über ein Jahr her. Und dann habe ich mir einfach mal den Diane Sanchi geholt. Und ich fand den so in Colored richtig cool und finde immer noch richtig schön. Also sieht anders aus so in Colored. Dreht sich schön schnell, besonders die Torpedos gefallen mir. Dadurch poppt er nicht und man kann den auch schnell drehen. Am Anfang dachte ich, man braucht ja nie für Loop, aber mittlerweile so ein bisschen könnte ihm nicht schaden. Und
dann halt das, dass das hier farbiges Plastik ist, macht den Würfel ein bisschen besser, wobei man ihn dann nicht mehr auf Competitions nutzen darf. So, hier geht's weiter mit einem Diamonds Cube. Der, also ich hatte in Videos gesehen, wie andere da so richtig schön mit Speed Cuben so richtig schön schnell und so. Aber irgendwie ist das mit meinem nicht ganz so möglich, weil der sich nicht so toll dreht. Mal lieber wieder richten hier. Ich will jetzt nicht direkt wieder den Würfel ruinieren. So, naja, funktioniert aber gut. Man kann gut drehen und so. Reicht zum Würfeln, aber so Speedcuben ist damit nicht so möglich. So, ich glaube, wir haben die Halbzeit geschafft. Nach 25 Minuten. Hätte doch länger gedauert. So, ein Super Square. Vier Layers. Dreht sich extrem gut. Ich hatte erst einmal bestellt, der hat sich richtig schlecht gedreht. Dann habe ich denen geschrieben, dass das nicht so toll ist. Dann haben die mir in der nächsten Bestellung direkt einen neuen mitgeschickt, komplett kostenlos, bei 51more.com. Mittlerweile haben die einen etwas teureren Versand. Dreht sich aber richtig gut jetzt mittlerweile. Die haben den extra gelobt und so, glaube ich. Naja, machen die nicht immer. Mal gucken. Dann hier mein Square One. Da war ich am Anfang wirklich positiv überrascht, wie gut sich der dreht. Aber irgendwie passiert es mir relativ häufig, dass der hier so rauspoppt. Also, wenn ihr Tipps habt, wie das man vermeiden kann, dann schreibt mir doch gerne einen Kommentar. Aber drehen tut er sich einwandfrei. Also, da kann man so richtig mit Speedcuben. Gehe ich auch direkt weiter zu meinem kleinen Triboss Octahedron. So, dreht sich einwandfrei, hat man keine Probleme mit, hat hier unter den Center Caps, warte mal, so auch schön Schrauben und so, wie man es von einem normalen Würfel gewöhnt sein sollte, weil ich finde, jeder Würfel sollte Schrauben haben, damit man sich einstellen kann. So, gehe ich mal direkt weiter. Warte, wo haben wir es denn? Wo haben wir es denn? So, hier, so. Hier habe ich mein Sheng Shao Version 3, 4x4. Ich bin echt ein bisschen beeindruckt, wie gut sich die Outer Layers sich drehen lassen. Selbst die Inner Layers hier so lassen sich extrem gut drehen. Mittlerweile sind irgendwie so ein, zwei Würfel so bei Freunden oder so. Muss ich mal gucken, muss ich demnächst wiederholen. Also, ein Freund hat gerade meinen Speedcube Ultimate. Der fehlt jetzt, aber ihr wisst ja, glaube ich, alle, wie der aussieht. Naja, passt schon. Kriege ich demnächst aber wieder. Dann habe ich hier meinen allerersten, also einer meiner ersten Cubes. Mein, ach, jetzt komme ich drauf, Four-Colored Master Morphix. Der hat mir eigentlich so den großen Impuls gegeben, meinen Kanal zu starten. Weil das war so eine Anfangszeit, ich hatte den nicht richtig lösen können, war noch nicht so begabt in dem ganzen Würfelzeug. Und dann hatte ich mal geguckt, wie man den lösen kann, weil mal die Mittelsteine verdreht waren oder so. Und habe da kein vernünftiges deutsches Tutorial gefunden oder noch nie mal ein englisches Tutorial gefunden, was vernünftig war, sondern immer so richtig schlechte Qualität oder so. Und dann dachte ich mir, das kann ich eigentlich besser, weil dann konnte ich ihn lösen und habe da mal selber mich dran begeben. Und dann habe ich mittlerweile dann meinen Kanal neu gestartet, ein bisschen besser, ein bisschen professioneller versucht. Und ich glaube, das kommt ganz gut an bisher. Dann habe ich hier meinen One-Colored Master Morphix. Hier ist ein bisschen so der goldene Sticker ab. Ist aber auch schon wieder älter. Irgendwann mal bei eBay, relativ günstig geschossen. Hä? Dreht sich gut. Kann man sogar sehr locker einstellen. Ohne dass er so richtig direkt schnell auseinanderfällt. Kann man wirklich schnell drehen, finde ich. Ist so ein Würfel, womit ich auch etwas schneller zugange bin. So. Das war mein erster. Geht relativ schwer. Das ist ein Lanlan 7x7.
hatte ich mal irgendwann günstig für 14 Euro oder sowas geholt. Oder nee, 20 Euro oder sowas geholt. Aber der dreht sich auch so. Und dann hatte ich einfach mal Puzzle Shop gefragt, ob die nicht bereit wären, mir mal einen vernünftigen zu geben für mein Tutorial. Das ist mittlerweile fertig. Muss, glaube ich, nur noch mal neu hochgeladen werden. Ist ja auch nicht so wichtig. Und jetzt habe ich hier den Sheng Shao 7x7. Ja, ich mag T-Perms, falls ihr fragt. Mache ich gerne. Dreht sich extrem gut und leicht. Die Federn kann man relativ locker stellen, sodass man ihn hier auch ordentlich auseinanderziehen kann. Man muss nur aufpassen, dass man hier die Steine wieder richtig alignt, weil das passiert gut und gerne mal, dass man hier so die kompletten Reihen verschiebt und dass Steine einfach mal drei Blöcke weiter sind oder so. Nur der Stein bleibt drinnen und bei so einem anderen Cube oder so, oder bei meinem Lanlan Cube ist es vorgekommen, dass einfach die Steine rausgefallen sind und das dauert wesentlich länger, anstatt die einfach mal wieder neu zu leihen. So. Ich muss hier immer sortieren, ist ein logistisches Meisterwerk. Ich zeige euch später mal, wie das hier aussieht. Hier mit schönem Kubikon-Logo, einen East-Sheen. Der ist auch schon alt. Das war so einer meiner ersten Cubes. Ich hatte halt den Speedcube Ultimate. Und dann dachte ich mir, okay, ich kaufe mir einen, da muss ich Versandkosten zahlen. Dann kaufe ich mir lieber noch einen zweiten und dritten Cube und hatte mir ein Bündel geholt. Wenn mal irgendwo ist der Cube noch hier vorne. Da haben wir ihn doch. So, hier. Da hatte ich mir das Bündel direkt geholt. Zweier, Vierer, Fünfer. Der Vierer, da bin ich lieber vorsichtig, weil der ist locker und der fällt auseinander, weil das Core ist nicht mehr heile. Mein Problem ist, die Schrauben halten nicht mehr hier drin. Deswegen halte ich den nur noch so als Deko fest und nutze den auch gar nicht mehr. Also, da wollte ich theoretisch hier so meine Super Cube-Sticker drauf machen. Und das Problem ist, dass er auseinanderfällt, wenn ich damit dreimal würfel oder so. Deswegen, falls jemand ein East-Sheen-Core für mich übrig hat, dann bin ich dankbar, wenn ihr mir das zuschicken würdet. Dann schreibt mir doch einfach eine PN, weil dann kann ich die Super Cube-Sticker drauf tun und mal ein Tutorial darüber machen. Dann habe ich hier meinen East-Sheen 5x5. Damit habe ich dann auch mit begonnen. War ein bisschen schwieriger. Ich finde immer, der klingt so art wie so richtig Stein oder so Metall oder so irgend sowas Metallisches. Nicht so richtig plastikartig, wie man es hiervon kennt. War ich ein bisschen verwundert, aber dreht sich einwandfrei sehr locker. Man kann die sehr schön drehen. Der Nachteil dabei ist, dass der so gut wie. Ja, der hat eigentlich gar kein Corner Cutting. Hier, da muss man so richtig anstrengen. Aber so richtig Speedcuben, damit geht eher weniger. Weil er sehr oft lockt. Dreht aber einwandfrei und schnell. Muss man nur genauer sein und ich bin nicht so der Speedcuber in Big Cubes. Ich bin generell nicht der beste Speedcuber. Ich mache es gerne, bin aber nicht der schnellste. So viel steht fest. Hier mein Ichin 2x2. Der ist sehr locker. Hat gar kein Corner Cutting, der hat irgendwie so eine Art Kreuzung, das man gar nicht bewegen kann oder so. Dass er fest bleibt. Damit war so ein bisschen. Ah. Ein bisschen Corner Cutting unmöglich. Nur sonst beim 2x2 ist das sehr ärgerlich jetzt irgendwie. Da ich damit nicht so klar gekommen bin. Dann hatte ich mir irgendwann mal einen Lanlan 2x2 geholt. Der hat hier Schrauben. Drei Stück. Da, da, da und hier. Damit war schon mehr möglich. Aber das Problem war, wenn ich damit ein bisschen schneller unterwegs war, dann ist hier innen drin so eine Kante rausgeflogen. Und das war dann hier so das Gelbe vom Ei. Und dann habe ich mittlerweile für ein Assembly-Tutorial diesen 2x2 von Vittel bekommen, weil wenn man den falsch zusammenbaut, dann ist das relativ blöd, weil dann kann man ihn gar nicht drehen. Und wow.
der dreht sich einwandfrei schnell. Ich finde es ein bisschen ungewohnt, wie kräftig man drehen muss. Aber man kann ihn hier mega auseinanderziehen. Reverse Corner Cutting. Oh, jetzt will er gerade nicht. Jetzt mag er mich gerade nicht. Hä? Warte, jetzt nehme ich mal eine andere Seite. Ja, jetzt macht er schon eher. Oh, der dreht sich mal zur falschen Seite. Naja, letztens hat er es noch ein bisschen besser gemacht. Ich weiß jetzt nicht, woran das liegt. Hat auf jeden Fall extrem viel Corner Cutting. Geht auch eigentlich nie auseinander. Da kann man auch sehr schön schnell mitdrehen. Ein richtig guter Speed Cube. Ist zwar nicht der Weltrekord war mit Glück, aber ist ein guter Cube. Gerade hatte ich den Square One. Hier kommt der Square 2. Der Unterschied ist hier oben sichtbar. Die Ecke. Man kann hier die Ecke splitten, was man hier nicht kann. Man kann nur die kleinen Steine zu den großen Steinen splitten und zu klein halt. Aber hier kann ich so eine Ecke auseinandernehmen. Das heißt, man muss erst einmal hierbei die Ecken lösen, alle 8 Stück, in die richtige Ordnung, in die richtige Order, also hier in die richtige Reihenfolge bringen. Und erst dann kann man ihn normal wie ein Square One bilden. Ich kriege demnächst einen Pyraminx Crystal und soll dann auch nochmal Sticker testen. Und dafür habe ich jetzt hier ein Dian Guhong V2. Ich finde eigentlich den fast schon besser als mein Dian Sanchi. Ist halt immer so eine... Muss jeder für sich wissen, aber ich finde ihn echt nicht schlecht. Der dreht sich gut und hält ein bisschen besser die Spur. Also ich wüsste nicht, wie ich es jetzt beschreiben soll. Aber andererseits, er hat hier so eine Art Mint, Grün und Lila. Also das Mintgrün gefällt mir ziemlich gut. Und das Lila geht, also ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Aber dafür habe ich dann nochmal hier so ein extra Sticker-Set mit 1000 Stickern bekommen. Die man da eigentlich so draufsetzt. Und dann nochmal extra Orange. Also einmal das Sticker-Set. Plus extra Orange, damit man dieses Lila austauschen kann. Und dann nochmal die ganzen Sticker. Ist echt super, das geht, ist ganz normaler Standard bei Speedcubing.ch. Thomas Stadler, der Besitzer, der verschickt den Würfel immer mit dem Set zusammen. Finde ich echt cool, macht nicht jeder Laden. Hier habe ich noch ein Original Rubik's Cube, so ein Uralteil, der dreht sich auch so. Also verdrehen möchte ich ihn nicht unbedingt, weil das Lösen wäre nicht gerade der größte Spaß am Tag. Aber so ein bisschen Nostalgie, so originaler Rubik's Cube, das muss sein. Als vernünftiger Speedcuber, als normaler Zauberwürfler, gehe ich mal direkt weiter. Hab hier einen Dian Cheng mit 2 fehlenden Steinen. Die Sache ist, ich habe mittlerweile, wo hab ich's? Ich gehe mal eben raus. Hier, zack. Ich habe mir einen Fused Cube und einen Evil Twin Cube gebaut und musste dafür die Enchanks ausnehmen. Und dann ist das hier übrig geblieben. Da hätte man fast schon wieder einen neuen Würfel bilden können. Fehlen 2 Ecksteine, deswegen bewahre ich ihn auf, falls ich wieder mal was baue oder falls hier ein Stein kaputt geht, habe ich immer Ersatzsteine. Deswegen schmeiße ich sowas generell nicht weg. Dann habe ich hier einen selbstgebauten Fused Cube, wie schon erwähnt. Dreht sich einwandfrei. Also gebaut ist er gut, nur halt, das ist eine Qualität von einem Dian Cheng. Da kann man nicht zu viel erwarten, so mit Corner Cutting oder so. Aber so halt vom Bauen her ist er gut und rund gebaut. Weil man muss innen drin das abfeilen. Und ich finde, das ist mir relativ gut gelungen. Hier bei dem ist mir es nicht so gut gelungen. Das war mein erster Versuch. Weil hierfür braucht man einen Fused Cube. Plus ein Dian Cheng, dann bastelt man sich den Würfel hier raus. Und da ist mir das nicht so gut gelungen. Da klackt das wesentlich krasser. Naja, drehen kann man ihn, so wirklich auf Zeit würde ich ihn nie lösen. Naja, gehe ich dann direkt mal weiter. So, hier hätte ich einen Axis Cube. Ist gerade noch ein bisschen fest eingestellt, müsste eigentlich nur geloopt werden, weil der dreht sich normalerweise ganz gut. Jetzt verdrehe ich ihn die ganze Zeit so blöd. So, jetzt aber. Hat wie immer Schrauben drunter.
einfach hier so Center Caps abmachen, dann findet man dort Schrauben. Tutorial habe ich auch schon gedreht und so. Ist ein cooler Würfel, hat mal was anderes. Das Problem ist, wenn man zu lange damit dreht, dann tut man sich an diesen Kanten hier weh. Das tut einfach nach der Zeit weh, weil man irgendwie anpacken muss und keine andere Wahl hat. Und dann dreht man immer so und hat immer nur spitze Kanten. Also mehr als eine Stunde, glaube ich, kann man das nicht hinbekommen. Dann habe ich hier mal irgendwann zu Weihnachten einen Maru Cube bekommen. Das ist ein Oktaeder. Face-Turning-Oktaedron, so. Was mir jetzt auffällt ist, der dreht sich gerade extrem gut. Das liegt daran, dass ich die extra Maru-Cube-Loop benutzt habe. Die funktioniert dafür extrem gut bei dem Würfel. Oh, jetzt hängt er gerade. Na toll. So, da fügen wir den direkt wieder ein. Ich habe den mal ordentlich geloopt mit der Maru-Loop. Hier, so sieht die aus. So. Mit der funktioniert das einwandfrei. Ich hatte aber mein Speed Cube Ultimate damit mal geloopt. Und ich finde, da ist das mehr so schmierig. Da klebt das mehr. Und hierbei dreht sich's optimal. Naja, gehen wir mal weiter. Haben wir hier ein Cube Ultimate. Wie immer, das Klackern ist ein bisschen größer als so ein anderer Cube. Nehme ich mal einfach so hier so ein 5x5 daneben. Da sieht man schon, der ist schon ein bisschen größer in der Hand, ein bisschen schwieriger. Aber kann man trotzdem gut mit auskommen. So, mal gucken. Wir haben es bald geschafft, die letzten 10 Würfel oder so. Hier habe ich so einen alten, hier steht SISO drauf, einen alten Oktaeder, 3x3 Oktaeder. Mit Loop dreht er sich gut, der war knochentrocken, da war wirklich irgendwie so, da war so irgendwie Pulver drin oder so, oder keine Ahnung. Das war mega trocken, dann habe ich ihn mal einmal geloopt und seitdem dreht er sich so ultra gut. Also da kann ich echt nicht mit meckern. So, weg damit. Relativ lustig anzusehen. Am Anfang bin ich damit voll nicht klargekommen. Ein Scube Star. Der hat hier die Steine eines Cubes und die Mitten sind von einem Scube Diamond. Ist ein bisschen verwirrend zu sehen, weil man versucht ihn zu lösen und diesen Stein hier hat man eigentlich hier auf der anderen Seite auch nochmal. Gelb, rot und dann kommt blau, blau und grün. Das heißt, die Steine sind doppelt und wenn man die nebeneinander hat, dann setzt man so irgendwie ein und dann funktioniert das Ganze nicht, wie man es eigentlich kennt. War wirklich ein bisschen blöd am Anfang umzusteigen. Mein Hasscube Nummer 1, den ich nicht unbedingt direkt lösen kann, da muss ich mich noch ein bisschen hinsetzen. Das Problem ist, ich bin bis zur Last Layer gekommen, dann habe ich das Assembly-Tutorial gemacht, deswegen sieht der jetzt heil aus. Wenn ich diese Ecke und diese, sagen wir mal 1, 2, 3, 4, diese kleinen vier Ecken in der Last Layer, wenn ich die irgendwie OLL lösen will oder irgendwie anders, dann kriege ich das einfach nicht hin, weil der kann in drei verschiedenen Richtungen geflippt sein. Und das machst du extrem schwierig, den richtigen Pfeil zu kennen. Und da muss man ziemlich viel ausprobieren und mit Glück hat man es dann. Also macht nicht so viel Spaß, besonders der dreht sich auch nicht so gut. Dann habe ich hier einen lustigen Rainbow Cube. Rainbow Cube ist also total intuitiv, da musste ich gar nichts lernen oder so. Das war einfach so ein bisschen ausprobieren, da muss man einfach gucken. Wenn ich den Stein nach da hinten haben will, dann muss ich erstmal den öffnen, den einsetzen und dann wieder schließen und so. Also sehr intuitiv und sehr einfach. Hier habe ich dann meinen Blade Cube. Sehr groß, sehr lang. Dreht sich aber trotzdem sehr gut. Ich finde, diese einfachen Würfel drehen sich sehr gut dafür, dass es so einfache Würfel sind, dass es so günstige Würfel sind. Die waren nicht gerade teuer oder von der Marke oder so, sondern die waren einfach und günstig und drehen sich trotzdem extrem gut. Mein selbstgebauter jetzt komme ich nicht drauf, B-Cube, also Bandage Cube,
habe ich einfach so simpel gebaut, indem ich einfach zusammengeklebt habe und dann hier Sticker draufgeklebt hatte, weil ich noch irgendwo, ja, ich habe hier immer noch ein paar Sticker übrig. Ich hatte irgendwann mal Sticker bekommen, so Cube4U-Sticker. Da habe ich einfach die Sticker genommen und hier so aufgeklebt. Und zudem habe ich mal noch ein paar Sticker irgendwo rumfliegen, so ein paar alte Sticker. Naja, passt. Die letzten 5 Würfel oder so. Hier habe ich ein, wie man schon sieht, Super Floppy Cube. Ärgerlich finde ich, dass, wie man hier sieht, der Sticker geht hier schon ein bisschen ab, weil man immer hier so drüber dreht. Das finde ich ein bisschen ärgerlich, aber man kann es nicht unbedingt ändern. Man kann damit auch lustige Sachen so bilden, weil man einfach nur um 90 Grad drehen kann oder so. Finde ich nicht schlecht, die Technik dahinter ist schon faszinierend. So. Mein Cube. Also, typisch klackern. Mit dem mache ich gerne Speedcubing, weil ich mag einen Cube. Der ist richtig schön so auf Zeit zu machen. Geht ordentlich ab schon. Ich glaube, ich habe schon mal so 30... Na, ich weiß gar nicht mehr, was ich geschafft hatte. Naja, ist ja auch nicht so wichtig. Macht extrem viel Spaß, der Cube, meiner Meinung nach. So, genauso der Helikopter-Cube. Die Kamera... Wow, die Kamera hatte keinen Bock mehr, ist ausgegangen. Ist wohl zu lang. Also, hier mein Helikopter-Cube. Damit mache ich so 1,43. Ich jumble den nicht immer so, sondern ich lasse ihn meistens so. Also hier so, ja... Jetzt komm mal her hier. Jetzt lockt er wieder so schön scheiße. So, mache ich es einfach so. Hier so jumbeln, mache ich eher weniger. Mache ich auch zwischendurch, also nicht die Sache. Aber ich finde es einfach gemütlicher und cooler, wenn ich ihn so einmal verdrehe. So, meine letzten 2 Würfel. Beide haben eine schöne Rolle. Einmal mein erster Cube. Der lag bei uns noch zu Hause rum. Und dreht sich scheiße. Ich hatte ja erzählt, dass ein Freund in der Schule damit angefangen hatte und ich das auch mal machen wollte. Und da habe ich mir den Speedcube Ultimate gekauft. Bevor es aber soweit kam, habe ich am Wochenende mich da hingesetzt und das mal gelernt. Dann habe ich mir so eine Tutorial angeguckt und habe das gelernt an diesem alten Würfel. Den hat man noch zu Hause rumliegen, der gehörte meinem Bruder. Und da habe ich mir einfach gekrallt und dann gelernt und gelernt, gelernt. Und am Wochenende konnte ich es. Und dann irgendwann habe ich mir halt den Speedcube Ultimate gekauft, weil ich das schon wesentlich cooler fand. Und seitdem ist das einfach nur Andenken. So, hier so Standfüße, so für Cubes. Kennt man ja so. Ja, auf dem Bett ist das jetzt hier ganz schlecht. So. Und so. Total unnötig, aber wenn man es braucht. Und hier kommt das Coolste überhaupt. Mein kleiner Lan-Lan, Mini-East-Sheen, 2x2, mit meinem coolen Sombrero-Hut, mein Avatar, was man immer schön sieht, fand ich ein cooles Motiv. Dann habt ihr ihn jetzt mal hier so richtig gesehen. So, die letzten paar Sachen gehen an. Einmal habe ich hier noch Ersatzsticker für den 7x7 Sheng Shao. Ein ganzes Set, schön hier eingeschweißt, finde ich gut. Dann 50more.fun.com für eine normale Cube-Größe, eine Behälter, damit der nicht kaputt geht. Schön zur Schule mitnehmen oder wo auch immer hin. Dann hatte ich irgendwann mal den Reiz, mir so eine Timer zu holen. Der geht jetzt aber hier auf, ist jetzt gerade wieder so ein bisschen reingedrückt, aber das geht immer wieder raus hier. Ist schon ordentlich kaputt, dann drückt der nicht immer hier so richtig. Klackert immer schön, aber drückt nicht richtig. Dann habe ich vor kurzem halt von Cubicon einen neuen bekommen. Einmal hier so StackMat mit StackPod Mini. Schön so eine Anzeige, damit man das sieht. Da kann ich mal kurz hier so... Da hat man 28,19, ach, das ist garantiert irgendwas Schlechtes gewesen. Dann kann man hier so, zack, loslegen und irgendwann pausieren und dann kann alle immer mitgucken. Finde ich relativ cool, sieht auch nicht so schlecht aus. Genauso gab es dazu noch folgende StackMat. Die gab es dazu, kann ich jetzt gerade schlecht zeigen. Bild ist so klein. Naja, als allerletztes würde ich sagen, hier so... Sieht es gerade hier aus.
Und das meine ich mit logistisches Meisterwerk. Ich muss aufpassen, dass hier alles aufs Bild kommt und nichts auf den Boden fällt. Falls ihr noch Fragen habt oder falls ihr ein Review über irgendeinen Würfel sehen wollt, dann schreibt mir doch einfach hier oder auf meiner Facebook-Fanseite einen netten Kommentar.